Der beste weihnachtliche Gin Tonic, den ich bis jetzt getrunken habe. Für unseren weihnachtlichen Gin Tonic nehmen wir zuallererst einen Gin unserer Wahl. Wir haben in dem Fall den von Hendrix. Davon geben wir 5 cl in Shaker. Und dieser Gin Tonic ist schon etwas Besonderes, denn wir nehmen jetzt eine Grapefruit. Davon nehmen wir die Zeste. Ruhig ein großes Stück. Ich würde euch hierbei empfehlen, eine unbehandelte zu nehmen. Die geben wir auch mit in den Shaker. Und ein Sternanis. Das Ganze shaken wir jetzt einmal kräftig durch. Jetzt nehmen wir unser Glas, da kommt jetzt Eis rein. Und hier kommt jetzt unser Gin-Mix rein. Das salben wir natürlich ab, damit wir keine Stückchen drin haben. Das Ganze füllen wir jetzt mit dem Tonic Water unserer... Ich weiß nie, wie Kevin das macht. Der macht das so cool. Das Ganze füllen wir jetzt nur noch mit einem Tonic Water auf. Als Garnish packen wir jetzt noch so eine Grapefruit on top, ein Sternanis und wer will, packt jetzt noch einen Trinkhalm mit rein. Und fertig ist ein geiler anderer Gin Tonic. Drückt doch gerne auf das Plus, wenn es dir bis hierhin schon gefallen hat. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Boah, das ist wirklich...